Hallo, ich bin der Thomas. Ich bin der Business Development Manager von TC Group. Und wir sind hier auf unserem Stand auf der Musikmesse und ich möchte euch ein bisschen umherführen und euch die neuen Produkte zeigen, die wir auf der Musikmesse vorstellen. Wie ihr hören könnt, es ist ziemlich viel los, auch auf unserem Stand. Die Produkte werden alle vorgestellt und wir stehen hier bei unseren Blue Encore Mikrofonen und die sind ganz neu hier jetzt auf der Musikmesse präsentiert worden. Wir haben hier das dynamische Mikrofon des Encore 100, ganz normales dynamisches Mikrofon im Bling-Bling-Style. Wir haben hier das Encore 200, das hat eine aktive Elektronik drin, ist aber auch ein dynamisches Mikrofon und unsere Kondensator-Version des Encore 300 oben hier. Die ganzen Produkte werden so circa in einem Monat verfügbar sein und wir versuchen hier wirklich diese Produkte ordentlich zu präsentieren, weil das super Produkte sind, die sehr wertig sind, auch in der Handhabung und so weiter. Näheres wird es in Kürze von uns geben. Wir sind jetzt hier auf unserer Gitarrenabteilung und wir möchten euch auf jeden Fall hier das neue Polytion zeigen. Unser polyphones Stimmgerät, das die Stimmung der Gitarre in eine ganz neue Dimension hebt. Das heißt, einmal durchstrummen, dann nur hingreifen, tunen und man sieht sofort auf einen Blick, alles was grün ist, ist in Tune. Jetzt sehen wir den Stroboskop-Mode, der automatisch umschaltet, wenn man Single Note anschlägt, aber die Idee dahinter ist ganz einfach, einmal die Gitarre durchschrummen, sofort hingreifen auf den Hals und sofort stimmen und man sieht sofort, ob die Saite in Tune ist oder nicht. Wir haben aber hier speziell für die Musikmesse ein ganz neues Gimmick herausgebracht, Polytune für das iPhone und für den iPhone Touch und das wird eine ganz geile Geschichte, wird auch in circa ein bis zwei Monaten in dem App Store zur Verfügung stellen zum Downloaden und dann hat jeder Gitarrist, der ein iPhone besitzt, sofort die Möglichkeit, auf seinem iPhone seine Gitarre zu stimmen. Also Polytune hier in der Hardware-Version ab sofort im Handel erhältlich und die iPhone und iPhone Touch Version in Kürze erhältlich im App Store. Ich stehe jetzt hier in unserer Bassabteilung auf der Musikmesse hier in Frankfurt. Und was wir auch jetzt zeigen wollen, sind unsere neuen BG500 Modelle, die Einsteigerserie in unserem Basssegment. Wir sehen hier heroben den BG500 Combo mit einmal 15 Zoll Lautsprecher da drinnen. Da unten sehen wir jetzt das Modell, gleicher Topteil mit zweimal 10 Lautsprechern. Die zweimal 10er sind in der Ansprache ein bisschen schneller, der einmal 15er ist ein bisschen träger. Aber dafür auch schön tief im Bass und ein schönes großes Fundament. Preislich liegen die beiden in der Einsteigerklasse um die 700 Euro in etwa. Die Topteile sind gleich, die ganzen Features auf den Geräten. Wir haben hier EQ-Sektion, wir haben hier Multikompressor-Anzeige. Den Multikompressor kann man hier quasi aktivieren. Wir haben den Gain-Input, wir haben hier den Tweeter-Ton, wo man den Hochtöner drinnen in den Lautsprechern verändern kann. Wir haben hier die Tube Saturation, also Röhrensättigung. Wir haben hier den Master-Regler, wir haben einen Rehearsal-Input. Dann haben wir ja hier, wie wir unseren Top-Modellen auch haben, drei Memory-Speicher. Das heißt, man bleibt einfach hier drauf und die komplette Einstellung wird sofort gespeichert, ähnlich wie der Speicher bei einem Autoradio. Wir haben einen Tuner eingebaut, wo wir sofort den Bass tunen können. Wir haben einen Konturschalter, der sofort das EQing per Knopfdruck sofort umschalten kann. Das Ganze in einem sehr kompakten Gehäuse, nicht so schwer, circa 30, 35 Kilo. Super kompakt, der Einstieg für alle, die den TC-Sound lieben und den TC-Sound gerne haben möchten, aber eben zu einem moderaten Preis zum Einstieg. Aber parallel dazu gibt es natürlich immer unsere Topline hier im Hintergrund zu sehen, wird auch sehr viel getestet, wo wir natürlich expandieren können und uns riesige Racks zusammenstellen können, beziehungsweise auch die kleine Version, wenn wir die hier mal zeigen, der Combo, jetzt steht gerade wer davor, der Combo, die Alternative zu den anderen Geräten, sehr kompakt mit Trolley im Hintergrund, man kann die Amps austauschen, es gibt drei verschiedene Amps, man kann das Kabinett allein kaufen, also auch hier sehr, sehr flexibel, aber natürlich ein bisschen in der höheren Preisklasse und in der Einsteigerklasse, wie ihr hier gesehen habt, unsere neuen BG500 Modelle.